Was geht ab, Leute? euer Fraps ist hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir uns den neuen Gegenstandshop abchecken. Bevor das Ganze natürlich losgeht, Freunde, ich bin wieder live auf Twitch. Checkt das Ganze gerne mal aus. Link unten in der Videobeschreibung. Würde mich mega freuen. Wir spielen mal wieder ein bisschen GTA Roleplay. Das allererste GTA Roleplay Video ist auch online. Ist so eine kleine Zusammenfassung. Es passiert nicht viel, aber Freunde, da sind sehr interessante Szenen, dabei die ihr unbedingt im Hinterkopf behalten müsst. Schaut also gerne auch vorbei. Äh, Video ist bereits online. Einfach abchecken das letzte Video. Ich bin gespannt, was heute in den Shop kommt. Ich hoffe, dass einfach was Cooles mit dabei. Wir schauen einfach mal rein, let's to the go, meine Freunde, und, okay, okay, Digga, okay, okay, in der Minty-Version sogar noch, okay, ähm, täglicher Shop, Weihnachtsshop, das ist alles noch da, Digga, wir haben so viele Sachen hier drin, Alter, holy shit, Mann, wie viel, what the fuck, Mann also, krank. Sollte fangen wir mit dem technischen Bereich an. Wir haben hier Sterling und Juwelenhammer. Äh, beides so Items, die ich ehrlich gesagt nicht so feier. Fragt mich, warum ich die gekauft habe. Mittlerweile würde ich die nicht kaufen, sage ich euch, wie es ist. Und die Spitze ist auch unnormal hässlich, Feier ich übertrieben gar nicht, Digga. Also, unnormal nicht mein Ding. Wir haben Killerauftrag hier als Outfit. Ähm, ist so eine Geschmackssache, sage ich euch, wie es ist. Ihr müsst ihr halt selber wissen, ob euch das Ganze gefällt oder nicht. Es hat ein reaktives Rückenaccessoire. Es ist halt sehr... Äh, reaktiv, glaube ich. Und es ist ein bisschen zu groß, so wenn man zielt. Ich glaube, das würde auf Dauer nerven. Das ist eine Geschmackssache. Wir haben Daumen hoch und wir haben Daumen runter im Mode. Beides eigentlich ganz cool. Wurde damals in der Season 4 hinzugefügt. Wir haben gut geölt für 500 v noch am Start. Also, falls ihr das Ganze auch haben möchtet. Na, dann gehen wir hier nach oben, Freunde. Wir haben hier Aura. Unnormal sexuell erregen. Kann man sich mitnehmen. Ihr wisst, Freunde, zu wild. Die zweite Version aber nicht. Nur die erste Version ist zu wild. Wir haben Diamantenschädel und wir haben Beutebeutel am Start für 200 V-Bucks. Äh, also Beutebeutel ist 200 V-Bucks, das Ganze hier unten ist 500 V-Bucks wert. Gilt es mir dabei, feiere ich nicht so. Blinkbeutel feiere ich jetzt auch nicht so. Rote Ritterin ist auch noch mit dabei, wie ihr sehen könnt. Und das ganze Paket halt sozusagen. Hier haben wir Schneeglöckchen. Schneeglöckchen hat drei unterschiedliche Stile. Einmal normal, dann haben wir das Ganze in blau. Und wir haben das Ganze in der Minty-Version. In der Minty-Version gefällt die Dame mir schon, muss ich ehrlich gestehen. Und nochmal krass hier mit diesem äh, Feuereffekt. Geile Sache auf jeden Fall. 1200 V-Bucks müsste man sich eventuell nochmal überlegen, ob man dann doch zuschlagen möchte oder nicht. Aber dann müsste jeder für sich selber entscheiden. Schreibt eure Meinung mal unten in die Kommentare. Soll ich mir den Skin holen oder eher nicht, Freunde? Wir switchen jetzt in den reddit welt modus und werden dann abchecken, was da draußen in der Wildnis so abgeht. So. Ähm, noch, ich glaube, 60 Tage. Dann haben wir auch die 1000-mal-Einloggen endlich geschafft. Im Normalfall. Aber das werden wir noch gleich sehen. Das Ganze sollte jetzt gleich kommen. Ja, 931 Tage. Nehmen wir so mit, Freunde. Zack, bum bum. Wir gehen in den Lama-Shop. Was haben wir im Lama-Shop? Und zwar haben wir hier das Allerlei-Lama. Sogar kostenlos für 1500 V-Bucks. Kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Jetzt würde ich sagen, von wir gehen in den Gegenstandbereich. Hier haben wir auf der linken Seite keine weitere Veränderung. Auf der rechten Seite haben wir hier ein neues Item, wie ihr sehen könnt. Weiß jetzt nicht, ob das Ganze gut ist oder nicht. Höhlenstampf haben wir auch am Start. Aber von dem Großen und Ganzen soll es auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir doch gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren, den Wir dann uns soweit im nächsten Video von der Haut rein. Mit Floor Airfraps und ciao, bis zum nächsten Video. Präh.